Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Ich bin ja aus dem Urlaub zurück und natürlich wurde, wie eigentlich fast immer, mitten im Urlaub der zweite Teil von der aktuellen Erweiterung released. Yay! Oh Mann. Gut. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, relativ häufig Shadowcraft gehabt. Ich denke, ich gehe mit Runecraft. Okay, Passerwitch. If allied followers have evolved at least one time this match, draw a card. Restore free defense. Das ist eigentlich ganz gut, nur ich glaube nicht, dass sich das für mich. Das hier ist natürlich ziemlich geil. Eleanor, At the start of your turn, change. Das Problem ist, Worms of Chaos ist zu unberechenbar. Monstrous Grimoire ist eigentlich eine sehr, sehr geile Karte. Eine Tour und Cards from the deck. Also, have to. Ich denke, ich gehe mit Conjure Golem und dem. Fruits of Wisdom. Summon. Ist natürlich ganz gut, aber ich denke, Monstrous Grimoire ist da für mich besser. Gerade White Merman. Aber den hier sollte ich, denke ich, nehmen. Covenant Mage, draw a card. Riven Earth, if you have to. Destroy an enemy follower, the cost of. Let's destroy. Okay. Hurricane, die. Ja, ich denke, ich gehe mit dem. Einfach aufgrund des Field Controls. Und hier mache ich mal den. Das ist natürlich sehr geil. Ich nehme die hier. Einfach weil das extrem mächtig sein kann. Magic Missile und den. Retracing Past und Angelic Melody. Ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, aber ich denke, dass ich hier mitgehe. If you have two or more than Benestrian, otherwise with the four defense to your leader. Ich gehe mit den Skrull. Jupp. Den Flower Power. Ihr habt noch mal Assembly Droid, nehme ich. Fruits of Wisdom. Ist das Card? Das bringt mir halt eigentlich nicht so viel. Scorching Blast, Defeated Image to Enemy Follower. And Recover One Playpoint. Ich denke, dass ich lieber mit Grimoire Sorcerer gehe. Oh, Chimera Meister ist natürlich nicht zu unterschätzen. Evolve all. Enhance 8. Summon 2 Eldritch Chimeras. Evolve on all. Die Vordamage dann irgendwie verpatte. Also, entweder gehe ich mit Chimera Meister, welches ziemlich, ziemlich gut ist, oder ich gehe hier mit. Fuck. Aber ich denke, wenn ich mir gerade so mein Deck ansehe, sollte ich lieber mit Magic Gunslinger und Chimera Meister gehen, als mit dem. Auch wenn beide ziemlich gut sind. Aber naja. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Fruits of Wisdom, ich hab schon. Komm, dich schmeiß ich schon mal raus. Arcane Archmage ist in Ordnung. Das ist nicht so ganz so das, was ich gerne. Urban Explorations, bringt mir nicht viel.
Make it fashion! Is this turning me forever? Das ist halt auch nicht gerade das, was ich jetzt haben möchte. Oh. Ah, fuck it. Damit habe ich mir jetzt eine Karte aus meinem Deck gebanished, oder? Ach, scheiße, das wollte ich nicht. Follower, den behalte ich mir nochmal zurück. Draw two cards. Okay, das ist doch ganz in Ordnung. Nächsten Zug kommt dann der hier. Wars for the dead to wage. Front and center troops. Okay. Ich bin halt echt nicht glücklich gerade mit der Situation, wie man vielleicht auch merkt. Ich mach den weg, weil der hier mir potenziell gefährlicher werden kann, befürchte ich mal, aber trotzdem habe ich die Befürchtung, dass ich das aktuell nicht. Dass ich hier echt richtig Probleme haben werde, weil er mich einfach niedergrindet. Er kann den hier natürlich, also er wird den hier natürlich auch traden. Okay, das ist jetzt richtig glücklich für mich. Das war jetzt wirklich ziemlich glücklich für mich. Nächsten Zug kommt dann der hier. Das wird sehr unangenehm für mich, befürchte ich mal. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass er mehr als... dass er die Karte mehrfach auf der Hand hat. Er wird den nochmal evolven. Er wird den nochmal evolven, wetten. Oh. Trotzdem sehr unangenehm für mich. Ich setze Last Digit auf Yolidas Defense. Ja. Das Problem ist, ich kann den hier spielen. Aber es bringt mir halt auch nicht so viel. Weil ich trotzdem mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit jetzt gleich tot sein werde. Ja. Ja, ich bin tot. Ich hatte es mir doch gedacht, leider. Das war echt ärgerlich wieder mal. Da konnte er echt aggressiv gehen. Was für mich halt unangenehm ist, um es mal so zu sagen. Aber nun gut. Dann Lord. Okay. Borrow. Ja, Typ ist ein bisschen sehr crazy.
Zu teuer. Auch nicht jetzt. Den kann ich auf der Hand behalten. Das ist doch gar nicht schlecht für mich. Auch wenn ich den dann nicht haben möchte gerade. Okay, damit komme ich klar in der aktuellen Situation. Dann spiele ich doch mal dich. Im nächsten Zug werde ich dann wahrscheinlich Magical Gunslinger spielen. Okay. Erstmal der. Dann. Eigentlich möchte ich halt schon gerne den spielen. Dafür spiele ich am besten den und den. So. Oh fuck, das war vielleicht nicht so klug, weil ich jetzt kein Spell auf der Hand habe. Na toll. Wie gesagt, war vielleicht nicht so klug. Der wird den hier halt Schaden machen, komme ich mit klar. So, ich kann mich heilen. Okay, er wird den evolven und traden, das geht aber für mich. Das ist natürlich jetzt bescheiden, dass, weil ich über eine Karte jetzt rausfliegt, leider. Sogar noch unangenehmer dadurch jetzt. Ich bin nicht glücklich damit, weil ich es gerne irgendwie hätte anders gemacht wollen. Egal, was laber ich hier mal wieder für eine Scheiße, egal. Obwohl, mir fällt gerade auf, wenn ich den hier jetzt spiele, damit kann ich einen von den... Nicht den jetzt... Oder ich kann zuerst den spielen. Dann kommst du. Mit dir schieße ich den weg. Dann spiele ich mal dich. Spiele ich dich. Und spiele ich dich. Und der macht dann ja 2 Schaden darauf. Gut. Er wird dir helfen, den hier traden. Okay. Job, habe ich mir doch gedacht. Dass er den traden wird. Ich könnte den da rein traden, aber es bringt mir irgendwie auch nicht so viel, habe ich so den Eindruck. Reduce damage taken by...
Wenn ich den jetzt spiele und die Wolve, kann ich den hier wegtraden. Dann bin ich bei 4 Evolved. Der hier wird dann immer noch auf dem Feld sein. Ich kann mich aber heilen. Ich mach das mal einfach. Auch wenn ich nicht so mega glücklich darüber bin. So, dich trade ich da rein. Mit dir heile ich mich. Und dann ziehe ich nochmal Karten nach. Okay, das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Weil nächsten Zug sollte ich ja eigentlich evolven können, damit wenn ich erstmal die 5-mal evolved jetzt durch habe. Ach, schade. Das ist schon mal ärgerlich. Das macht nicht besser, wobei er sich dadurch glücklicherweise nur heilt. Er wird den dort. Interessant. Er wird den dort traden. Und mit dem wird er face gehen. Oh, doch nicht. Gut, ich. Ich könnte natürlich den hier spielen, der hat Rush, dann damit würde ich einmal das komplette Board quasi clearen. Oder ich habe eine bessere Idee sogar. Den evolve ich jetzt. Damit bin ich jetzt bei 5. Ist dafür der Fantasia Leader Gain? Mhm. Gut, dann spiele ich dich. Ich bin ja bei 5. So, dann kann ich nächsten Zug den hier machen. Und hab darüber dann meinen Spaß mit. Damit kriege ich auch Glimpse Beyond runter und das alles. Mhm. So. Gut. Get used to this rain. Delta cannon fire. Delta cannon fire. Mit dir mache ich dann mal den da weg. Den bewahre ich mir dann noch mal auf. Den bewahre ich mir auch auf. Gut. I've no time for idle. Mit dir trade ich. Ach fuck, ich hätte. Egal, gut, dann spiele ich dich. Und beende den Zug, nächsten Zug. Mache ich dann den. Okay. Ah, fuck. So. I purge the earth by filling Sims with holes. Okay, dann mache ich mal jetzt dich. Owl Cyclones, devour the land. You are forgiven. Ach, Menno.
Gut, du. There's no stopping me. Enemy identified. Did I not pray hard enough? Dance for me, my love. Oh man, es wird echt. Es wird insgesamt echt knapp, das werden. On to the next experiment. The gods have favored me twice. Okay, jetzt wird's natürlich. But a dutiful seat into your hand. Mhm. Gut. Alright, apprentices. Open your zone. Delta cannon, fire. Oh, das wird sogar. Ich gewinne. Ich gewinne gerade. Denn jetzt kann ich den spielen. Ready to summon. Das, damit sollte ich jetzt gewonnen haben, weil der jetzt ja 4 Schaden bekommt. Jo. Oh. Ich war mir gerade unsicher noch gewesen, aber Jupp hat gerecht. Ich hätte auch nicht mehr länger durchgehalten, weil. Weil ich dann an den Punkt gekommen wäre, wo ich mich dann langsam überzogen hätte. Damit haben wir wenigstens schon mal einen Sieg. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten, das wäre natürlich auch ganz cool. Aber einen haben wir schon mal. Spätestens mit dem zweiten Sieg sollten wir dann auch mit dem rauskommen aus der Arena, was wir quasi reingesteckt haben. Eine Runde kostet ja 150 Gold. Und vom Wert her sollten wir dann auch mit 150 wieder rauskommen. Also mit einem Cardpack und 50 Gold gehe ich davon aus. Die kommen mal gerade alle schön raus. Okay. Alter, bin ich nur als erstes gerade dran? Das ist jetzt nicht so ganz das, was ich haben wollte dort. A paradise you can really get lost in. You finally a friend. I see someone. Okay. Ich möchte halt keinen von denen gerade spielen, das ist so das Problem. So, dann spiele ich dich mal jetzt zuerst. Gut. Dungeon Minotaur ist natürlich da ganz gut mit. Aha. Interessant. Ich evolve den auch mal direkt. Um dort ein bisschen weiter den Druck drauf zu packen. Den spiele ich noch nicht. Weil ich. Weil ich das gerne kombinieren möchte mit Maryflower. Nächsten Zug kommt dann erstmal Awakened Robot. Was macht er jetzt? Okay, schade. You're done for. I came into this world blessed. You're not getting away. Finally, I see someone.
Gut, dann. There's no stopping me. Enemy identified. You're not too bad yourself. So, ist der jetzt halt nervig, aber hey. To live in the light. Ich bin gerade bei 3. Aha. What's this strange reading? Aber ich kann. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Das ist nicht ganz so, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber andererseits, ich kann immer noch hier mit weiterballern. Das könnte trotzdem was werden. Destroy. Du zuerst weg. So, dann rufe ich dich. So, dann. Ach, scheiße. Das habe ich verpennt. Ach, scheiße. Enough of this indulgence. Das war jetzt natürlich sehr blöd von mir. Oh, Flufflecakes. Jetzt wird es sehr unangenehm. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Es ist richtig unangenehm. Das Match habe ich jetzt verloren. Jo. Das Match habe ich jetzt mal sowas von verloren. Gut, aber du. Welt away. I could get used to this rain. Warte mal, ich kann. Die beiden kann ich nicht kombinieren. Aber ich kann drei. Das reicht halt nicht. Ich muss dich einmal spielen. Und hoffen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. War ja klar. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Delta Cannon, fire. Let them be saved. Delta Cannon, no! Und ich bin tot. Be saved. Ich bin halt tot. Ich hab da auch mal wieder echt kein Glück gehabt. Wenigstens hatte ich vorher Glück gehabt, dass der mich nicht vorgekillt hat, aber trotzdem. Naja. Ein Match haben wir schon mal gewonnen, zwei bleiben noch übrig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.